Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 21. April 2018? Heute ist ein Schicksalstag, aber erstmal erkläre ich den Mondeinfluss. Immerhin ist auch eine Mondmagie, das habe ich verändert in meinen Tageshoroskopen, dass die Mondmagie, die Mondeinfluss dazukommt. Warum? Mond hat einen ganz großen Einfluss auf unseren Alltag und auch auf unseren Gefühlen. Das Wasserelement symbolisiert die Gefühle und das beeinflusst die Mondenergie. Wenn wir überlegen, dass die Mond bewegt ganze Meere, Ebbe und Flut, das kommt von Mondenergie, dann ist es nachvollziehbar, was für großen Einfluss auf unseren Gefühlen hat. Weil immerhin besteht unserem Körper Großteil aus Wasser und unseren Gefühlen wird auch die Wasserelement symbolisiert. Heute ist ein Reinigungsprozess. Das ist der Tag und das vermittelt die Mondenergie. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs. Das hat auch mit unserem Zuhause etwas zu tun, auch die familiäre Angelegenheit, etwas aufklären oder bereinigen. Natürlich kann das auch bedeuten, einen Frühlingsputz in unserem Haus oder Wohnung, das zu bereinigen. Aber wir können auch unsere familiäre Situation auch klären, bereinigen. Wir brauchen die Klarheit, eine Reinigung. Nicht nur das sollen wir heute bereinigen, sondern auf unserem Inneren auch. Das bedeutet Ängste loslassen, Zweifel, Schuldgefühl. All diesen Gefühlen sollen wir natürlich loslassen, das auch bereinigen. Dabei hilft uns die Halbedelstein Zitrin. Der Name kommt von Latein Citrus. Und das ist natürlich Zitronen, wegen die Farben. Diesem Halbedelstein Zitrin hat gelbe Farbe. Man nennt auch Sonnenstein, also auch von der Farbe her und hat natürlich einen Einfluss von Sonnenenergie. Und die Sonnenenergie klärt auch etwas, erhält etwas. Also hat mit Reinigung, mit Klärung auch etwas zu tun. Und weil die Sonne symbolisiert unserem Selbst, unserem Selbstbewusstsein, dieser Halbedelstein Zitrin stärkt auch unserem Selbstbewusstsein. Bei Zwillingsgeborenen hilft die Emotionen in Ordnung bringen. Bei Jungfraugeborenen hilft die Selbstbewusstsein. Bei Steinbockgeborenen hilft eine tolle Ausstrahlung zu haben. Bei Stiergeborenen verhilft Geborgenheit, Sicherheit, Stabilität zu finden und bei den Fischengeborenen ihren Gefühlen bereinigen. Also bei diesem Tierkreiszeichen hilft Zitrin besonders gut. Wir sollen aber darauf achten, dass wir nicht mit Bergkristall vermischen, weil das hat eine schädliche Wirkung. Wie sollen wir Zitrin aufladen? Wir sollen in warmes Wasser oder lauwarmes Wasser legen. Das ist die Entladung. Und wir können mit Mondenergie aufladen. Und gerade bei Tierkreiszeichen Krebs, das bedeutet eigene Zuhause, Familie, familiäre Bindungen, da etwas klären, etwas bereinigen, etwas in Ordnung bringen, können wir die Mondenergie nutzen, Zitrine damit aufladen. Das heißt, wenn entladet ist im warmes Wasser, dann am Abend oder Nacht zu dem Mondlicht, entweder Fenster oder draußen stellen und somit wird dieser Halbedelstein, die Mondenergie, wird das aufgeladen und können wir als Amulett nützen oder Amulett tragen. Heute ist ein Schicksalstag und das bedeutet, wir Menschen haben Wünsche, Träume,
Sehnsüchte, Visionen. Es gibt Menschen, die daran glauben und sie setzen das als Ziel. Und diese Menschen erreichen das auch und sie haben Erfolg im Leben. Natürlich muss dieser Traum realistisch sein, ganz klar. Aber wir sollen auch mit unseren Wünschen auch mal bewusst sein. Und heute wirkt es besonders bei Steinbock-Männern, die verspüren die Wünsche und die Sehnsüchte, aber sie neigen dazu davonlaufen. Und diesen Schicksalstagen sind natürlich Ereignisse im Leben oder Gefühle, was beeinflusst unserem Schicksal. Deswegen nenne ich das Schicksalstagen. Wenn es um unsere Wünsche geht, unsere Sehnsüchte, es gibt Tagen, wo das ganz nah ist. Und wir spüren das auch. Dann gibt es auch Tage, wo wir das Gefühl haben, es ist so weit weg, das ist so hoffnungslos. Oder wir neigen wirklich davonlaufen. Und dann gibt es auch Tage, wo entscheidend ist, weil dann besteht die Möglichkeit, über die Grenzen zu stehen, über die Grenzen zu gehen, das heißt, über unsere Schatten zu springen und wir sind ein Stück näher zu unserem Wunsch. Aber bei diesen Tagen fangen wir auch an zum Zweifel. Natürlich, wenn die Zweifel stärker ist als unsere Überzeugungskraft, das wirft uns zurück. In dem Moment entfernen wir uns von unseren Wünschen. Und diese Tage energetisch lösen etwas aus in unseren Emotionen. Und hier geht es um Sehnsüchte und Wünschen. Und weil das beeinflusst unserem Schicksal, nenne ich diesen Tagen als Schicksalstage. Und heute ist wieder ein Schicksalstag. Und heute haben wir das Gefühl, es ist so hoffnungslos. Und wir neigen dazu, aufzugeben oder davonlaufen. Es erscheint alles zu weit zu sein, so hoffnungslos zu sein. Aber der Wunsch ist da, die Sehnsucht ist da, das Gefühl bleibt. Bloß wir trauern das nicht zu. Und heute ist dieser Schicksalstag und es erscheint uns, alles zu weit weg zu sein, alles zu hoffnungslos zu sein. Und hier geht es in erster Linie um Liebe, Partnerschaft, betrifft viele Männer zurzeit. Sie haben jetzt stark diese Sehnsucht, aber sie neigen dazu schließen oder sie neigen dazu davonlaufen. Und hier ist wichtig die Herzöffnung, dass sie auch zu ihren Gefühlen, in ihren Sehnsüchten, Wünschen stehen. Und es ist nicht schwach, wenn ein Mann über Gefühle spricht. Das zeigt auch Stärke und Charakter. Auch wenn die Gefühle eine weibliche Energieform haben, aber die Männer haben auch Gefühle. Und das zeigt natürlich Kraft und auch Stärke, wenn sie bereit sind, über Gefühle zu sprechen. Und das ist gerade dieser Schicksalstag. Bei Männern löst etwas aus. Weil das tut weh, wenn das nicht erfüllt ist. Und das, was die Männer zurzeit spüren. Und welche Einflüsse kommen noch von Sternen? Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier und bekommt einen Einfluss von Charatan und Mesartim. Diesen beiden Sternen Charatan und Mesartim ist nichts anderes als die Hörner der Widder, aber wirkt in diesem Bereich Stier. Und das war früher die Frühlingspunkt und symbolisiert immer noch die Frühling oder ein Neuanfang und nähert sich die Sonne zu diesem Punkt, auch die goldenen Tor der Ekliptik. Das heißt, wir stehen vor einem Neuanfang, aber erstmal bereinigen wir etwas und orientieren wir. Und welche Richtung orientieren wir? Das sind nur zwei Richtungen. Eine Richtung sind die Pessimisten, die geben alles auf. Die andere Richtung sind die Optimisten, die glauben an ihren Erfolg. Diese zwei Richtungen gibt. Ich vergleiche das immer mit Pechmarie und Goldmarie.
Einmal regnet das Gold, einmal das Pech, je nachdem, wie unsere Einstellung ist. Und dann kommen noch die Gefühle dazu, wie Angst und Zweifel. In einer Seite, bei der anderen Seite ist die Lebensfreude und das Vertrauen, die Begeisterung. Natürlich trennen sich hier die Wege. Das ist vorbestimmt, wer in welche Richtung geht. Ist die Verlierer der Leben oder die Gewinner im Leben? Also hier Orientierung, also heute ist ein Reinigungsprozess, etwas bereinigen zu Hause, aber auch unserem inneren Zuhause und bei familiären Situationen. Besonders bei den Männern gilt heute ihren Gefühlen, was sie sowieso fühlen. Die Gefühl ist da, diese Sehnsucht ist da, die Mut zu haben, das zum Aussprechen. So hoffnungslos ist es nicht, diese Liebe. Also das ist die Aufgabe bei den Männern. Und orientieren, welche Richtung treffen wir die Entscheidungen. Sind wir die Pechmarie oder die Goldmarie? Liegt in unseren eigenen Händen. Und das ist die Sonneneinfluss durch Scharlatan und Mesartim. Und Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs, aber hat Einfluss von den beiden Zwillingen. Warum wirkt die Zwilling hier im Krebs? Weil die Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß, nicht so wie astrologisch. Astrologisch verteilen wir das gleich groß in diesem Kreis. Jede Tierkreiszeichen nimmt einen Platz ein im Horoskop und es ist 30 Grad. In Wirklichkeit, im Himmel, sind unterschiedlich groß und die verschmelzen sich miteinander. Dann kann das passieren, so wie heute, dass Castor und Pollux, die beiden Zwillinge, hier in diesem Bereich wirken, wo gerade die Mond bewegt und die bestrahlen die Mond heute, also beeinflusst unseren heutigen Tag. Wer sind die Zwillinge Castor und Pollux? Dazu gibt auch eine Geschichte. Es gab eine wunderschöne Frau Leda, die Königin von Sparta. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen. Natürlich hat Zeus an Leda verliebt. Aber Leda war verheiratet mit dem spartanischen König. Na, hat das Zeus, hat sich erstmal verwandelt nach ein Schwan und so näherte sich zu Leda. Dann hat sich offenbart als Himmelsgott Zeus. Und Leda wurde schwanger von Zeus. Aber Leda hat auch eine intime Verbindung auch zu ihrem Ehemann, der König von Sparta, gehabt. Die Ergebnisse waren die Zwillinge. Der eine, Castor, ist der Sohn von dem König von Sparta und Pollux, der andere Sohn, ist der Sohn von Zeus. Die Mutter war bei beiden selbstverständlich dasselbe, die Mutter war Leda. Und so wurden die Zwillinge geboren. Und die beiden Zwillinge, Castor und Pollux, die sind miteinander verbunden, auch im Sternbild. Also die Sterne sind miteinander verbunden. Und die eine symbolisiert das Göttliche, das ist Pollux. Der Sohn von Zeus. Das andere, Zwilling, symbolisiert das Menschliche, Sohn von König von Sparta. Und die beiden sind miteinander aber verbunden. Das Menschliche ist sterblich und das Göttliche ist unsterblich. Und so kam das, dass Pollux wusste, dass sein Zwillingsbruder sterben wird. Und er wollte nicht trennen von seinem Zwillingsbruder und bat seinen Vater Zeus auch um die Sterblichkeit, wollte nicht seinen Zwillingsbruder alleine lassen bei Sterben. Und Zeus hatte das sein Herz berührt und hat beide unsterblich gemacht. Zeus hat beide im Himmel gesetzt und so leuchten sie im Himmel, Castor und Pollux, in Tierkreiszeichen Zwillingen.
Und die Zwillingsgeborenen zeigen den Weg zu einem höheren Bewusstsein. Die Zwillinge zeigen den Weg zurück zu den Göttlichen, das uns bewusst ist. Das braucht unserem Bewusstsein, dass wir ein Teil von dem Universum sind, ein Teil von der Schöpfung, ein Teil von diesem Göttlichen. Das ist die Verbindung zwischen Mensch und Gott. Und dieser Weg, da sind die Zwillinge, die Wegweiser. Und natürlich, wenn, wie heute, bestrahlt die Mondeinfluss die beiden Zwillinge, sollen da mal Gedanken machen, dass wir unserem Bewusstsein stärken. Und dabei hilft auch Zitrin, stärkt unserem Selbstbewusstsein. Das ist die Sonnenstein. Und können wir natürlich auch mit Zitrin das auch stärken. Und Zitrin hilft auch, Ängste loslassen und diesem Gefühlen bereinigen und loslassen. Und das ist die Geschichte von Castor und Pollux. Die Lilith-Energie steht in Verbindung mit Mars und der Mars ist der Mann. Mars ist die männliche Energie oder bedeutet einen männlichen Person. Die stehen in Verbindung in Tierkreiszeichen Steinbock. Deswegen habe ich auch gesagt, besonders die Männer haben die Sehnsüchte gerade, weil Lilith löst es aus, diese Sehnsüchte. Und das trifft eher die Männer heute. Und diese Verbindung zwischen Mars und Lilith bekommt auch einen Einfluss von Deneb. Und das hat auch eine Bedeutung. Deneb bildet Brücken bei den beiden Liebenden, Altair und Vega. Da gibt es auch eine schöne Geschichte aus der chinesischen Mythologie. Es gab ein Hirtenjunge, Altair. Und im Himmel gab es ein Fee, Vega. Und die beiden haben sich verliebt. Und die Fee verließ den Himmel und kam zu diesem Hirtenjunge und arbeitet als Weberin. Und sie leben diese Liebe. Der Hirtenjunge und die Weberin. Bis dann der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, was nichts anderes ist bei der chinesischen Astrologie als Sonne und Mond, sie haben das wahrgenommen. Die haben das entdeckt, dass diese Fee nicht mehr im Himmel ist, sondern bei den Menschen. Und die Himmelskaiserin sagte zu Himmelskaiser, wir sollen die Fee wieder zurückholen ins Himmel. Das erinnert wieder mit Castor und Pollux, das Sterbliche und das Göttliche. Also so haben sie auch gehandelt. Die haben diese Weberin zurückgeholt. Im Himmel, diese Fee, und sie wurden getrennt. Aber die Liebe blieb, die Sehnsucht blieb zwischen den beiden Liebenden. Und bis dann Deneb hilft zu den beiden. Und dieser Deneb ist der Hauptstern im Sternbild Schwan. Das erinnert wieder mit Zeus. Zeus hat sich auch als Schwan verwandelt, wo Leda erobert hat. Erst dann, wo vor Leda stand, hat sich wieder geäußert als Himmelsgott Zeus, aber hat sich genähert als Schwan. Also wieder Ähnlichkeit bei den Geschichten. Aber zurück zu dieser mythologischen Geschichte aus dem Chinesischen. Das heißt, Deneb ist der Hauptstern, der Sternbild Schwan. Und hat Mitgefühl gehabt zu diesen beiden Liebenden, Altair und Vega, der Hirtenjunge und Weberin, und baute aus Schwanen eine Brücke, weil die beiden Sternen, Altair und Vega, trennt die Milchstraße, was die Chinesen als gelber Fluss bezeichnen. Also der Fluss trennt die beiden Liebenden und so hat natürlich dann Deneb aus Schwanen eine Brücke gebaut, gehört auch zum Sternbild Schwan. Und in dieser Brücke treffen sich die beiden Liebenden. Und dieser Deneb beeinflusst diese Energie, das Lilith, diese Sehnsüchte, was die Männer verspüren zurzeit. Und wer soll hier Brücke bauen? Natürlich die Männer sollen Gefühlen zeigen
und sie sollen diese Brücke bauen zu mir. Das heißt, auf diesem Herzensdamen zugehen, das Herz öffnen, über Gefühlen zu sprechen. Das ist jetzt wichtig, ein ganz wichtiges Thema. Und was noch interessant ist, vielleicht gibt es gar keine Zufälle, sondern der liebe Gott hat das Universum so erschaffen, dass das auch eine Bedeutung hat. Unser Planet Erde hat eine Erdachse und das zeigt sich im Polarstern. Aber Mars, der Planet Mars, hat auch eine, könnte ich sagen, Marsachse. Und die Achse von Mars, der Planet Mars, zeigt Richtung der Neb. Also Mars steht sowieso in Verbindung zu der Neb. Das ist vielleicht wie bei uns die Polarstern oder Nordpol, so ist die Richtung, Mars bestimmt die Richtung und zeigt in diese Richtung den Neb. Also sie stehen sowieso in Verbindung und heute ist das spürbar. Das soll bei Männern natürlich die Orientierung sein, die Liebe, Partnerschaft, eine Brücke zu bauen, entschuldigen, Versöhnung suchen oder wenn ein Herzensdame da ist, die Mut zu haben, mal auf diese Dame zuzugehen, Herz öffnen, über Gefühle sprechen. Weil die Gefühl ist da, ganz klar. Also das ist der Einfluss von Sternen und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen. Ich nehme heute nicht die Sonnenaufgang, sondern genau in diesem Zeitpunkt, wo das spürbar ist energetisch, dass diese Sehnsüchte kommen und in diesem Moment, was so exakt wirkt, geht die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf, macht sich sichtbar. Und bei die Skorpion handelt sich auch um männliche Kraft. Über die Skorpion herrscht Mars und auch Pluto. Pluto wirkt etwas loslassen im Kraft bleiben. Die Pluto-Energie ist die innere Kraft und Mars ist die männliche Kraft, etwas in Bewegung setzen, Mut zu haben, Kraft zu zeigen, aber bedeutet auch Sexualität. Die Sexualenergie ist zu Tierkreiszeichen Skorpion zugeordnet. Und gegenüber geht im Westhorizont nach unten der Stier. Und hier ist genau exakt spiegelt sich die Planet Venus. Das heißt, Mars und Venus stehen gegenüber. Mars bewegt sich zwar im Steinbock, aber die Skorpion, was gerade spiegelt etwas, dort ist der Platz der Marses. Also so könnte ich mal verbinden die Mars-Energie mit Venus-Energie. Und das löst etwas aus, Liebe, Partnerschaft und trifft gerade die Herzensangelegenheit und Wünsche und Sehnsüchte der Männer. Aber sie neigen dazu, das Herz zu schließen oder davonlaufen. Die Aufgabe ist eine Herzöffnung und Brücke bauen und auf die Dame zugehen. So, wie wirkt es auf den einzelnen Tierkreiszeichen, dieser Wunsch? Die Tierkreiszeichen Skorpion, geboren in diesem Moment, steigt die Skorpion in Osthorizont. Das heißt, sie zeigen auch diesen Wunsch, diese Sehnsucht, machen sie sich sichtbar. Wichtiges Thema Gerechtigkeit, aber wichtiges Thema noch Liebe und Partnerschaft und auch Kraft und Mut zu zeigen. Aber das ist eine harmonische Energie, es ist keine Spannung da. Nur die Lilith-Energie beeinflusst, dass wir das nicht bewusst wahrnehmen, diese Gefühle, sondern oft verneinen das, weil es erscheint so hoffnungslos zu sein. Bei Skorpiongeborenen ist es auch möglich, dass alles mit der Vergangenheit zu tun hat. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben auch das Gefühl und das Wunsch, wahrgenommen zu werden. Die Schützengeborenen bewegt sich auch anderen Themen, etwas verändern im Leben, ein Neuanfang oder auf Reise zu gehen, etwas bewirken oder etwas bereinigen, auch in ihren eigenen Bereich, aber auch beruflich, familiär.
Die Tierkreis zeichnen Steinbock geboren. Hier bald jetzt diese Energie. Hier ist die Brücke bauen. Entweder trifft es direkt die Steinbock geborenen und die oder die Steinbock geborenen sind diese Brücke, die vermittelt zwischen zwei Liebenden. Natürlich ist das auch sehr möglich. Hier ist wichtig, etwas loslassen, Gefühlen ernst zu nehmen, die Sehnsüchte auch und diese Träume als Ziel setzen, in Kraft bleiben und orientiert diese Ziele zu verfolgen. Das trifft so perfekt jetzt die Steinbockgeborenen. Und dabei haben die Steinbockgeborenen auch eine Lernaufgabe, weil Saturn, der große Lehrmeister, bewegt sich auch im Steinbock, löst was aus. In erster Linie um Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreis zeichnen Wassermann geborenen, spielt auch eine große Rolle, die Werte und Wertschätzung und auch die Finanzen, auch die beruflichen Erfolg. Die Wassermann geborenen sind zurzeit bisschen eingeschränkt, was die Liebepartnerschaft betrifft. Es fehlt die Bestätigung oder sie sind gerade unglücklich in der Liebe oder sind sie gerade dabei, etwas verabschieden, loslassen. Die Wassermann-Geborenen haben auch karmischen Thema. Hier bewegt sich die absteigende Mondknoten, kommen Erinnerungen von alter Karma. Das kommt auch noch dazu. Ein bisschen Geduld noch, dauert nicht lange. Bald kommt auch die Liebesglück. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, brauchen Sicherheit, Stabilität. Und sie sind wirklich dabei, ihre Wohnung aufräumen, mal bereinigen etwas. Aber diese Inneren kann auch das innere Haus bedeuten. Also nicht nur die Wohnung sauber machen oder etwas klären in Familiensituation, sondern klären etwas mit unserem Inneren, mit unserem Gefühlen. Und das trifft sehr die Fischengeborenen, also das eigene Zuhause, aber das Inneren Reinigung auch. Und die liebe Partnerschaft kommt dann auch, wenn dieser Reinigungsprozess vorbei ist oder diese Versöhnung, dann kommt auch die Stabilität, die Struktur in die Liebe, Partnerschaft, auch familiär bei den Fischen geboren. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeboren, sind eher zurückhaltend momentan und sie brauchen die Ruhe, sie brauchen die Kraft gerade und es ist wichtig, ihren eigenen Zuhause in Ordnung zu bringen und auch mal Zeit für sich zu nehmen, nicht zu viel unternehmen, sondern weil sonst verlieren die Wiedergeborenen zurzeit die Kraft, fühlen sie sich auch kraftlos momentan, sondern es ist wichtig, die Ruhe, die Meditation, die Rückzug, das eigene Zuhause, das Aufräumen, da die Ruhe finden oder mal die Erholung. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen, ist natürlich sehr wichtig, Liebe, Partnerschaft, da sind die Sehnsüchte, aber jetzt kommt mehr Klarheit und mehr Orientierung, eine schöne fließende Energie und da haben die Stiergeborenen Glück gerade in die Liebe, Partnerschaft, also nicht daran zweifeln, sondern in diesem Kraft, in diesem Vertrauen bleiben. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, ist auch wichtig. Die Liebepartnerschaft kommt auch alles in Form. Und da ist auch wichtig, offen zu sein für diese Liebe, über Gefühle zu sprechen, nicht davonlaufen, diese Sehnsüchte, diese Wünsche. Und das betrifft die Liebepartnerschaft, daran glauben und die Gefühle bereinigen. Das ist wichtig bei Zwillingsgeborenen, von Angst, Schuldgefühl, all diesen Gefühlen verabschieden. Das ist der Reinigungsprozess und Befreiung. Und dann können die Zwillingsgeborenen aufatmen. Bei den Tierkreiszeichnen Krebsgeborenen ist wichtiges Thema die Werte und die Wertschätzung. Und natürlich auch Liebe, Partnerschaft und auch das im Gleichgewicht zu bringen. Also nicht aufopfern in die Partnerschaft, aber auch nicht egoistisch zu sein, sondern hier braucht man die Balance und hier geht es um Werten. Und wenn wir schon bei Werten sind, es ist nicht nur die Wertschätzung in die Partnerschaft oder die Selbstwertgefühl, sondern auch Werte wie Finanzen. Und das trifft auch die Krebsgeborenen. Die
Krebsgeborenen beschäftigt gerade die Berufung, die Selbstständigkeit, aber auch die Partnerschaft. Und sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie aktiv sein, wo setzen sie ihre Energie ein. Und beide ist wichtig. Beide ist wichtig und hier braucht man die Ausgleich, die Balance. Und im Beiden, auch beruflich, aber auch in Partnerschaft, aktiv zu sein oder Aufmerksamkeit schenken und das im Gleichgewicht halten. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben auch karmischen Themen eine Aufgabe. Viele Löwengeborenen trifft das die Finanzen oder die ausländische Kontakte zurzeit. Da sind auch die Wünsche. Oder kann das mit Liebe zusammenhängen, dass diese Person aus Ausland kommt oder die Begegnung, die Verliebtheit ist im Urlaub. Natürlich kann das auch bedeuten, weil Ausland spielt gerade eine Rolle bei die Löwengeborenen oder im Ausland haben die Löwengeborenen Aufgabe. Immerhin diesen karmischen Weg, wo die Löwengeborenen zurzeit gehen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren brauchen Ordnung. Und das trifft nicht nur die liebe Partnerschaft, wo die Jungfraugeborenen zurzeit Glück haben, das muss ich sagen. Sie haben jetzt wirklich Glück und Fortuna steht zurzeit in die Seite der Jungfraugeborenen. Aber sie haben nicht nur in die liebe Partnerschaft Glück, sondern auch beruflich und Glück in die Reise. Also eine sehr schöne Energie für die Jungfraugeborenen. Für die Waagengeborenen ist ein beruflicher Aufstieg, die möchten wahrgenommen werden, in die liebe Partnerschaft zweifeln die Waagengeborenen. Aber sie sollen ihre Zweifel überwinden und mutig zu sein, auch wenn mal Veränderungen kommen. Und es kommt oft zur Zeit überraschende Art und Weise, nicht nur bei den Waagengeborenen, sondern auch bei Widdergeborenen, auch bei Löwengeborenen und auch bei Schützengeborenen. Das kann sogar die Wassermanngeborenen treffen. Und die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, das habe ich erwähnt, genau haben wir mit Skorpion begonnen. Und das war mein Tageshoroskop, aber ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen, erklären, was ist es. Es sind E-Mail-Beratungen, das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können das auch ausführlich schreiben, ich nehme die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell, meistens noch dieselben Tag, alle spätestens dann nächsten Tag bekommen Sie eine Antwort. Sie stellen Ihren Fragen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanne-medici.com. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.